Ja, am Montag, dem 8. Juli, hat Apple die dritte Beta-Version von iOS 7 für die Entwickler bereitgestellt. Und ja, es geht im 2-Wochen-Takt weiter. Heute, wie gesagt, jetzt die dritte Beta. Wie ihr seht, lade ich sie mir gerade auf meinen iPod runter und installiere die dann und schaue sie mir dann im Detail an. Und nachdem ich mir alles angeschaut habe, zeige ich euch dann alle Neuerungen ganz genau. Also sehen wir uns gleich bei den Neuerungen. Die erste Neuerung betrifft oben die Statusbar, also hier oben der Bereich, in dem euch der Status von zum Beispiel der WLAN-Anzeige oder beim iPhone der Empfang und der Akkustand und so weiter angezeigt wird. Und zwar wurde der im Lockscreen vergrößert. Wenn wir jetzt wieder in Homescreen gehen, dann wird er wieder kleiner. Aber im Lockscreen hat er sich im Vergleich zur zweiten und ersten Beta eben vergrößert. Außerdem hat sich im Lockscreen unten der Entsperr Text verändert, zumindest im Deutschen. Und zwar steht jetzt dran zum Entsperren streichen. In der zweiten Beta stand nur Entsperren dran. Außerdem sind die Ordner, die man anlegen kann, jetzt transparenter als vorher in der zweiten Beta. Im Notification Center, welches man von oben herunterziehen kann, gibt es im Vergleich zur vorherigen Beta verschiedene kleinere Anpassungen am User Interface. In der Kalender-App gibt es jetzt in der Monatsübersicht bei den jeweiligen Tagen, an denen man Ereignisse eingetragen hat, sichtbare Punkte, damit man eben sieht, an welchem Tag etwas stattfindet. Denn das ist in der Beta zuvor im Vergleich zu iOS 6 hinausgeflogen. Aber jetzt haben wir diese Punkte wieder zurück. In der Wetter-App gibt es jetzt neue Designs. Wie wir ja jetzt schon kennen von der iOS 7, haben wir jetzt auf dem gesamten Bildschirm eben eine Wetteranzeige. Das heißt, wenn es zum Beispiel regnet, dann fallen über den gesamten Bildschirm Regentropfen. Und jetzt gibt es eben neue solcher Designs, und zwar betreffen die vor allem wolkenreiche Wetterarten. Im Control Center, welches wir von unten nach oben her vorziehen können, gibt es jetzt hier unter den Schnellzugriffen bzw. also Schnellzugriffen zu Apps auch den Schnellzugriff zur Uhr-App. Außerdem gab es Designänderungen in der Musik-App, und zwar wurden jetzt eben die Knöpfe also die verschiedenen Knöpfe eben leicht umgeändert, und die haben jetzt ein neues Design. Wenn wir jetzt eine App downloaden, gibt es jetzt eine neue Anzeige für dies. Deshalb laden wir jetzt einfach mal die YouTube-App herunter. Und ihr seht, jetzt gibt es hier schon mal im App Store eine Anzeige. Eine neue, die wir von iTunes Store auch her kennen. Und hier sehen wir jetzt das neue Logo, wenn wir eben eine App herunterladen. Also wunderschön gemacht. Der Taschenrechner wurde ebenfalls leicht überarbeitet. Und zwar können wir jetzt, wird jetzt die Anzeige eben anders, wenn wir hier auf einen Knopf klicken, dann ist das halt alles noch mal ein bisschen schöner gemacht. Es ist schön flüssig, sanft, und das waren die Neuerungen vom Taschenrechner. Auch das Design des App Stores wurde ebenfalls noch mal ein bisschen angepasst, und zwar wurden die einzelnen Knöpfe noch mal ein bisschen geändert, auch innerhalb einer App. Also leichte Designanpassungen im App Store.
In der Notiz-App gab es ebenfalls kleinere Designanpassungen. So wurden oben die gelben Knöpfe nochmals leicht überarbeitet. Allerdings sind es eher marginale Änderungen. Außerdem gibt es jetzt das Wörterbuch, in dem man eben die Schreibweise von verschiedenen Wörtern auf verschiedenen Sprachen nachlesen kann. Dies waren die wichtigsten Neuerungen und Änderungen im Vergleich zu den vorherigen Beta-Versionen. Insgesamt muss man auch sagen, dass es einen sehr, sehr großen Performance-Schub nach vorne gab. Also es läuft jetzt alles viel, viel flüssiger noch als noch in der Beta 2. Also das ist wirklich sehr stark spürbar. Das merkt man gleich in den ersten Minuten, die man es benutzt. Hier nochmal kurz der Vergleich zwischen iOS 6 und iOS 7. Also für mich ist iOS 7 der ganz deutliche, klare Sieger. Ihr könnt ja mal eure Meinungen in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!